Medizin hat gemacht, was sie können. Aber das ist noch nicht genug. Jetzt packen wir richtig an. Jetzt roasten wir das Corona. Guten Abend! Herzlich willkommen zum SRF Corona Comedy Roast. Mein Name ist Stefan Büsser und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Vier Komikerinnen und Komiker werden heute Abend im Coronavirus so richtig einheizen. Und nach dem Abend wird Corona für immer verschwinden und wir alle können wieder ruhig schlafen. Einige von uns vielleicht für immer. Vielleicht war das aber jetzt auch nur etwas von dem, was wir heute Abend so sagen, aber natürlich nicht so meinen. Ja? Wir werden heute ganz, ganz viele Sachen sagen, die wir nicht so böse meinen, die aber leider lustig sind. Ja? So funktioniert ein Roast. Wir werden sehr hart sein zueinander. Wir werden auch gewisse Grenzen überschreiten, natürlich nicht geografisch. Ja? Also, falls ihr zuhause jetzt schon Twitter aufgemacht habt, dann denkt einfach daran, ihr könnt nicht empörter sein als die Opfer selber. Ja. Weiter schauen ist ab jetzt in dieser viel zitierten Selbstverantwortung drin. Das oberste Credo bei diesem Format lautet: You only roast the ones you love. In diesem Sinn, ganz herzlich willkommen, meine vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom heutigen Abend. Angefangen mit dem alten Mann, wo ich mich frage: Darf man den überhaupt roasten? Oder ist das dann schon eine Kremation? Da ist der Victor Jacobo! Weiter zu unserem zweiten Roastie vom heutigen Abend. Hätte das Coronavirus eine Stimme, dann wäre es wahrscheinlich die fürchterliche von Dominik Deville. Unsere dritte Roasterin, sie ist ein bisschen wie Corona. Man weiss eigentlich nicht wirklich etwas über sie und es ist nicht zum Lachen. Die Rebecca Lindauer! Und ich habe es gesagt, you only roast the ones you love. Und es ist gerade fair zu sagen, dass wir das Coronavirus natürlich nicht lieben. Aber wir haben es mit jemandem verbunden, wo wir alle lieben. Sie hat so ein bisschen die undankbare Aufgabe von einer Art Pflichtverteidigerin für das Coronavirus. Und das macht auch Sinn, weil sie hat etwas gemeinsam mit Corona. Auch sie kriegt nur alte, vorerkrankte Männer ins Bett. Da ist Patti Basler. Ja, Corona ist ja so eine Art wie der Hitler in Virusform, einfach erfolgreicher. Ja, Corona hat immerhin die ganze Welt erobert, ja. Und Corona hat ja auch seine guten Seiten. Es hat zum Beispiel die Karriere von Michael Wendler beendet und meiner neuen Schub verleiht. Ja, es ist schon so, seit Corona verkaufe ich massiv mehr Billette, weil die Leute denken, gehen wir die Show schauen, es könnte ja seine letzte sein. Ja. Corona ist auf jeden Fall jetzt schon das langlebigste Produkt aus China, das es je gegeben hat. Und auch wenn wir es nicht mehr hören können, es ist tatsächlich wichtig, dass wir uns an die Hygienemassnahmen halten, dass wir die Hände waschen, Abstand halten etc. Weil wir werden ja noch ein Zeitchen müssen leben mit dem Virus. Also du musst nicht mehr so lang, Victor, aber wir werden irgendwann zurückschauen und sagen, es ist jetzt gar nicht so schlimm gewesen, die 12 Jahre. Das Virus schadet ja vor allem alten Leuten. Man könnte von einem medizinischen Enkeltrick reden. Der Einzige, der sich keine Sorgen machen muss, ist unser erster Roastie, der Victor Jacobo. Er ist so alt, dass sich selbst das Virus sagt, nein, der ist, glaube ich, schon tot.
Der Victor ist so alt, bei ihm hat man damals nicht Rose gesagt, sondern Steinigung. Der Victor ist so ein bisschen die alte Edelnutte von der Comedy-Szene, ja. Kein Gag, den er noch nicht hat. Und Leute, jetzt mal im Ernst, wir alle sollten beten, dass das Coronavirus den Weg zum Victor nicht findet, weil er wird heiraten und dem Virus einen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz ermöglichen. Dank der Maskenpflicht kann er heute Abend auf sein Gebiss verzichten, aber ich bin sicher, er ist auch dann bissig. Applaus für den Victor Giacobbo! Merci! Danke vielmals, danke für die schöne Einleitung, Büssi. Ich finde es super, dass er diese Sendung hier moderiert, weil er ist der, der am besten eigentlich das Virus verkörpert. Er ist überall, niemand will ihn und er macht uns alle krank. Gut. Er gehört zu der Risikogruppe, das wissen wir, das hat er auch allen schon gesagt. Das ist übrigens die einzige Gruppe, die ihn je akzeptiert hat. Das muss man auch mal sehen, das ist natürlich auch etwas Erhebendes für dich und so. Er allein ist zum Beispiel verantwortlich für 50% Erhöhung von all unseren Gesundheitsprämien, die wir zahlen müssen. Das ist alles wegen seiner Krankheit, wenn wir das machen. Und seine Lungenleistung, das haben wir ja auch hören können. Er gibt ja viele Interviews über seine Gesundheit auch. Seine Lungenleistung ist etwa nur 70% geringer als die von normalen Leuten. Und wenn man ihn so anschaut, merkt man, mit dem Bartwuchs ist es genau gleich. Also, ich finde ihn auch sehr lustigen im Übrigen. Ich muss immer sehr lachen, vor allem dann, wenn er Witz über mein Alter macht. Dann denke ich einmal, oh, der junge Typ muss jetzt seine Street-Credibility, muss er jetzt daran arbeiten, wenn er in einer Jazz-Sendung moderiert. Und dort bastelt zum Gürtel verzieren oder Brot backen. Dann denke ich, oh, da kommt aber eine rebellische Generation auf uns zu. Hey, wirklich. Also, man muss sagen, was Covid anbelangt, ist ja sehr gründlich natürlich. Da halten sich alle Regeln. Sein Hündchen darf jetzt nicht mehr mit ihm im Bett schlafen. Er darf ihm auch keinen Zungenkuss mehr geben. Gut, das ist etwas, was der Tierschutz schon lange gefordert hat von ihm. Aber er ist zum Beispiel, er weiss zum Beispiel auch nicht, dass es gar kein Hund ist, den er da hat, oder? Da hat ihn der Züchter ja ziemlich eingeleitet gehabt, oder? Es ist nämlich eigentlich eine Laborratte, wo sie erfolgreiche Tests gemacht haben mit Haarwuchsmittel, oder? Darum sieht er aus wie ein Hund und die Form hat ihn, weil Patti Basler mal aus Versehen draufgehockt ist. Darum. Das ist aber, vielleicht noch kurz ein bisschen etwas zu dir. Patti kennen wir alle, ganz eine lustige Kollegin. Sie macht ganz viele Sendungen, sie weiss selber nicht, in welchen Sendungen sie auch noch auftritt. Sie ist neben der Häselbrugger eine der bekanntesten und lustigsten Komikerinnen von dem ganzen Land. Sie werden einfach verschieden wahrgenommen, oder? Bei der Häselbrugger hat man gesagt, oh was, sie ist schwanger, hätte man nicht gedacht. Bei der Patti denkt man, oh, ist die seit 4 Jahren schwanger? Das ist einfach nur eine andere Wahrnehmung. In Wirklichkeit sind es beide ganz hervorragende Komikerinnen. Es gibt übrigens das Gerücht, dass Patti mit dem Zirkus Knie im nächsten Jahr wird auf Tournee sein. Sie hat gesagt, sie nehme das Zelt gerade mit. Sie hat es übrigens heute angelegt. Dann hätten wir noch den Dominik bei uns. Ah, Dominik, ein wunderbarer, toller Kollege, lustiger Komiker, sehr guter Late-Night-Moderator. Er hat ja unseren Sendeplatz von Giacobbo Müller übernommen. Er hat auch all unsere Autoren übernommen. Das Einzige, was er nicht übernommen hat, ist unsere gute Quote. Viele behaupten übrigens, seine Stimme sei nervig. Das finde ich jetzt wirklich überhaupt nicht. An ihm ist alles nervig. Es wäre unverhältnismäßig, das nur der Stimme zuzuordnen. Und ich meine, es gibt auch Leute, die seine Stimme gefallen. Also wenn einem das gefällt, wenn der Donald Duck so redet, wie wenn er Helium genommen hätte. Also ich meine, sorry. Dann kommen wir noch zu der Rebecca.
Von der Rebecca weiss ich ein bisschen weniger. Sie, wenn ich sie so anschaue, sieht sie einfach ein bisschen aus wie eine kleinwüchsige Patti Basler. Rebecca ist aber sehr rebellisch, tun Sie nicht unterschätzen, sehr rebellisch, wenn man ihre Programm kennt. Und also da ist sie wirklich toll. Sie ist so rebellisch, ihre Frisur selber rebelliert ja gegen sie auch. Und ich frage mich bei dir immer, bist du Einzelkünstlerin oder bist du im Ensemble mit der Frisur, wenn du auftrittst? Also, aber das ist ja auch egal, das können wir vielleicht jetzt auch heute Abend da nicht so klären. Kommen wir jetzt endlich mal zum Virus, oder? Zum Virus kann man ganz von Anfang an einmal sagen, etwas, wo sämtliche Studien belegen, wo sämtliche Leute sagen, der hure Virus ist nichts anderes als ein fucking Trumpohrens Asshole, oder? Und ich sage das darum so gern, weil das ist das erste Mal, wo ich so reden kann beim SRF. Und darum sage ich es gerade nochmal, ein fucking Trumpohrens Arschloch ist der Virus. Wow! Bin ich mutig, so etwas zu sagen? Hey! Gut, und dann schauen wir jetzt mal die Statistik an. Es ist eine unheimliche Statistik. Praktisch pro Tag 3000 Infizierte. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Das ist erschreckend. Außer für einen, für den Dominik, wäre es eine Traumquote. Nicht? Der Virus verbal anzugreifen ist sowieso ein bisschen schwierig. Nicht? Es heisst ja, das Virus, der Virus, gemäss Duden ist beides gültig. Nicht? Aber dann muss man sich fragen, ist es ein Cis-Virus? Ist es ein Trans-Virus? Ist gendermäßig ziemlich heikel, darüber zu diskutieren. Möglicherweise gibt es dann einmal einen Shitstorm von der Juso gegen die Gendersprache und mit dem würde man dann den Virus besiegen. Nicht? Es ist ein bisschen heikel. Am besten reden wir aber jetzt nicht einfach weiter nur von einem Virus, weil der Virus, das tönt so emotionslos. Ich gebe dem Virus einfach einen Namen, der zu dem Virus passt. Ich nenne ihn einfach Andreas Glarner. So, und das wäre jetzt mal vorläufig alles von mir. Denkt einfach daran, meine liebe Kollegin, meine lieben Kollegen, wenn ihr dann so ein bisschen Gemeinheiten, Hässlichkeiten über mich da sagt, ich bin ein alter Mann und ich gehöre zu einer Risikogruppe und ich könnte da auf der Bühne sterben. Aber selbst dann würde ich bei dem Sendeplatz mehr Quote holen als der Dominik. Take that, Dominik! Victor Giacobo! Was für ein Start. Man merkt, du fühlst dich wohl da. Ja. Hat mit der Maskenpflicht zu tun, weil wenn er vorher schaut, ist er endlich nicht mehr der Einzige, den er sieht mit Segelohren. Weiter geht's mit dem Late-Night-Nachfolger vom Victor Giacobo, Dominik Deville. Der Dominik hat ja nur drum eine Show beim SRF, weil SRF auch geschützte Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung muss anbieten. Der Dominik leidet offensichtlich an ADHS. Ich habe sogar gehört, der Dominik nimmt Koks zum oben runterkommen. Dominik Deville hat eine klassische Stimme für den Print, ein Gesicht fürs Radio und gelandet ist er beim Fernsehen. Der Deville ist ja zur Hälfte Deutscher und ich finde schon, seine Schweizer Seite ist wahnsinnig unsympathisch. So kann weg von mir. Das Blöde ist ja, Leute, die Deville schauen, die können Corona-Symptome nicht erkennen, weil sie selber ja schon länger an Geschmacksverlust leiden. Ja? Meine Damen und Herren, da ist der Mann, der man nur drum ins Casino-Theater reingelassen hat, weil es im Umkreis von 300 Metern keinen Kindergarten hat, der Dominik Deville! Wow! So viel Neid auf einer Bühne, meine Damen und Herren.
Nein, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ihr wisst, ich stehe sehr gerne mit meinen Lieblingskünstlern auf einer Bühne. Schade ist, von denen keiner da heute Abend. Nein, es ist traurig, wenn ich auf die Bühne schaue, was man da ins Rennen schickt. Gegen den Virus, ja. Also, es ist etwa gleich, als würde man einen Schweizer ASC schicken, um den zu gewinnen. Wir haben einen Todkranken und wir haben einen Uralten. Gut, immerhin haben sie noch ihre Spitex-Betreuerin mitgenommen. Also ist... Oder wie ist der Name? Wie war der Name? Rebecca, oder? Rebecca. Neue Komikerin, wirklich ganz tolle Frau. Geht das Programm von ihr schauen. Aber ich bin nicht so weit weg mit Spitex, weil dass sie hier auf dieser Bühne stehen, hast du in dem Fall schon einen Victor unter Dürrenfeucht aufgenommen, oder? Nehmen wir jetzt mal an. Das müssen wir alle, wenn du ins Fernsehen oder auf die Bühne willst, da müssen alle eins beim Victor unter Dürren. Der leere Blick, den ich habe, kommt ja nicht von sonst. Auch ich musste, dass ich den Sendeplatz bekommen habe, ich tue das ganz ohne Scham sagen, mit dem Victor schlafen. Ja. Und es war schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man kann sagen zu seinen Ohren, was man will, aber sie sind in gewissen Situationen schon noch praktisch. Übrigens, das ist auch noch schön, wenn wir zum Virus kommen wollen, das ist noch spannend, wenn der Mensch ein Fledermaus isst, dann kommt Corona dabei raus, ja? Wenn der Mensch ein Fledermaus begattet, kommt der Victor raus. Das ist, und auch der Büssi, kann man sagen, hat wirklich ein schlimmes Schicksal. Der Büssi, ja, hat einen Hund. Ja. Foxy ist das, Foxy. Haben wir auch schon gehört, wie das ein bisschen aussieht. Und Foxy, ich weiß gar nicht, Foxy ist das Männchen oder das Weibli? Das weiß er aber ganz genau. Ja. Und ja, der ist wie gesagt sehr buschig, da muss man schon sehr genau schauen, dass man das herausfindet. Weil der Büssi, er liebt den Hund. Also ich meine, er liebt den Hund. Foxy, ganz herziges Hündli, wenn das mal gesehen, ganz ein herziges Hündli. Sehr herzig. Wenn man zwei davon hätte, könnte man das Loch hineinschneiden und das Finken benutzen. Ja, das ist... Tönt auch geil. Ja. Ich finde mich auch ein bisschen ungerecht behandelt, weil eigentlich ist das ja mein Sendeplatz. Das jetzt heute Abend, Sonntagabend, wäre ja mein Sendeplatz, aber ich gebe ihn sehr gern, weil es könnte ja euer letzter Sonntag im Fernsehen sein. Also bei dir, Victor, altersbedingt, bei dir gesundheitsbedingt, bei dir karrierebedingt, liebe Rebecca. Und ja, wir haben nicht vergessen, Patti, wie könnten wir dich vergessen? Patti, ich meine, grossartige Künstlerin, niemand ist fieser, niemand ist brutaler, sie wird das Virus dann verteidigen und wird zurückgehen. Ich schlotter jetzt schon, Victor auch, du wirst schlottern, wirst dann sehen. Also fantastisch, wer könnte das besser machen? Weil Patti Basler ist so unglaublich eingebildet, arrogant und geltungssüchtig, ja. Es wundert mich, dass Patti Basler nicht Patti Zürcher heisst, ganz ehrlich. Kommen wir jetzt zum Virus. Um den geht es ja. Virus, und da steht er. Also das Gelbe. Ja. Der ist gut gesehen, den habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Virus, du bist einfach eine feige Sau. Wir haben schon gehört, du gehst vor allem auf die Alten. Wieso auf alle Alten? Das ist mega schade. Könnte man es nicht ein bisschen spezifischer machen? Virus, du könntest ein bisschen spezifischer arbeiten. Geh doch einfach auf alle Alten. Tu mir den lieben Gefallen, die nicht SRF schauen. Das wäre schon mal wirklich wunderbar. Oder noch spezifischer. Geh doch auf alle Alten, die nicht SRF schauen. Und am Morgen um 8:30 unbedingt in der Mikrokasse anstehen. Ja, weil sie sonst anscheinend... Oder noch spezifischer. Geh doch auf die Alten, die nicht SRF schauen, liebe Virus. Die an der Mikrokasse um 8:30 anstehen. Und wenn es dran wir tun es noch mühsam, ihr Kleingeld zählen. Oder noch spezifischer, liebe Virus, nimm doch einfach den Victor. Ja, also. Ah, Covid-19, wie uncool.
wie uncool du bist. Man kann auch nichts Geiles mit dir erleben, ja? Wenn ich es vergleiche mit AIDS. Da hat man noch, ja, da hat man einfach noch geilen Sex können haben, bevor du gestorben bist. Ja? Oder BSE, da hat man wenigstens noch einen geilen Rindshamburger vorher reinstopfen, bevor man gestorben ist. Oder Ebola. Ja, schöne Ebola. Da hat man wenigstens schon das Afrika-Reisli können machen, bevor du gestorben bist. Aber mit Covid-19 kannst du nichts machen. Was kannst du? Kannst du mit dem Viktor im Lift stehen und dann stirbt der Viktor? Ja, das ist, ist langweilig. Covid-19 ist auch ein völlig dummer Name für ein Virus. Covid-19. So gemeingefährlich und schlimm wie du bist, müsstest du eigentlich Kevin95 heißen. Oder einfach die alten 88 wäre auch ein schönes Ding, würde ich mir vorstellen. Und schau mal, wie du aussiehst. Ich weiss jetzt, ihr da und auch Patti denkt, wieso so schlimm, der sieht er gar nicht aus. Doch, er sieht wirklich schlimm aus. Was soll denn das darstellen? Ja? Du siehst aus wie der Foxy, wenn er etwas Schlechtes gegessen hat. So sieht er. Foxy aus. Weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie der Mike Müller im Fasnachtsgewändli. So siehst du aus. Du siehst aus wie das, wo ich wohne an der Langstrasse. Du siehst so aus wie das, wo ich jeden Sonntagmorgen bei mir vor der Tür liegen habe in der Langstrasse. So siehst du aus. Und alle, die jetzt denken, ah, Langstrasse vor der Tür am Sonntagmorgen, er meint einen Kotzfladen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, was da von mir vor der Langstrasse liegt am Sonntagmorgen um 4 Uhr. Der Mike Müller im Fasnachtsgewändli. So ist es. Auch spannend, jeder weiss, wie du aussiehst, was passiert, wenn du sagst, aber niemand, das ist schon aufgefallen, niemand weiss, wie der Virus tönt. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, wie der Virus tönen könnte. Und ich bin überzeugt, er tönt so. Oder? Also ein bisschen wie wenn der Büssi Sex hat alleine. Ja? Er tönt ein bisschen. Wie der Applaus, wenn Rebecca mal ausverkauft hat, so tönt das. Tönt ein bisschen wie der. Hört das Geräusch? Ein bisschen wie der Viktor beim Bisseln. Ja? Oder wenn Patti Basler tut nackt Seile gumpen. Ein bisschen so tönt das. Oh Virus, weißt du, wie du schmeckst? Du schmeckst so wie meine Foxy-Finken nach 2 Wochen wahrscheinlich, nehmen wir jetzt mal an. Der Virus, das habe ich auch noch, man lernt ja auch etwas, ja, bei der ganzen Zeit. Der Virus ist ein Partikel, also er ist eigentlich noch unter dem Eizeller, ja, also heisst noch unter dem Andreas Glarner und das muss man schaffen. Symptome sind auch total lächerlich, ein bisschen Husten, ein bisschen Fieber. Schlimmste Symptome vom Virus sind der Marco Rima. Aber man muss natürlich auch sagen, Virus, was du uns alles geklaut hast. Ja? Was hast du uns alles geklaut? Ich zähle mal auf. Unsere 3 Begrüßungsküsschen hast du geklaut. 1 Bundesrat hast du uns geklaut. 7 Gardisten. 2 Bürzenbuben-Stadionkonzerte hast du uns geklaut. Und der ganze fucking FC Basel. Virus, du bist ein geiler Sieg. I love you. Dominik Deville, ich sage seinen Namen gerne nochmal, weil ihn die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend auf SRF noch nie gesehen haben. Unsere nächste Roasterin ist Rebecca Lindauer, man nennt sie auch Martina Amann von der Comedy. Ihr fragt euch jetzt sicher, wer ist Martina Amann? Eben. Rebecca Lindauer macht Comedy, sagt man, ja. Sie hat Wortwitz, sie hat Charme, sie hat Humor, sie hat einfach offensichtlich keinen Strahl. Rebecca hat bis jetzt vor allem Kleinkunst gemacht, das erkennt man ihrer Körpergröße. Und wie du aus der Kleinkunst kommst, erkläre ich sie ganz schnell, nicht verschrecken. Rebecca, das ist eine Bühne und das ist Publikum, ja. Und das Publikum frage ich jetzt, wenn ihr euch müsstet entscheiden, das Bühnenprogramm von der Rebecca schauen oder jetzt im ÖV während Corona jede einzelne Haltestange ablecken, auf welche Buslinie würdet ihr?
Ich warne euch vor, die nächsten paar Minuten, die werden sich anfühlen wie eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Man ist einfach wahnsinnig froh, wenn es vorbei ist. Da ist Rebecca Lindauer. Ich fühle mich ja von Corona nicht wirklich krass bedroht. Als junge, gesunde Frau habe ich in diesem Setting allein durch meine physische Präsenz schon gewonnen. Natürlich frage ich mich darum auch, was ich in diesem traurigen Line-up da mit einer Bazille, einem fast Toten, einem bald Toten und einem tödlichen verloren habe. Ja, schauen Sie sich die drei Herren doch einmal an. Alle drei haben eins gemeinsam: den Body-Mass-Index von einem 8-Jährigen. Drum. Drum erübrigt sich bei Ihnen auch die letzte und ultimative Lebensfrage: Erdbestattung oder Kremation? Die 2,5 Würstchen passen ohne Problem zusammen in eine Urne. Und das ist auch einfach nur fair. Den Platz, den Sie zu Lebzeiten in Anspruch nehmen, müssen Sie wenigstens beim Tod wieder einsparen. In dem Sinn, Corona, Respekt. Corona hat es geschafft, in kurzer Zeit mehr zu nerven als der medial Trash-Superspreader Stefan Büsser. Er ist neben dem Mooshammer der Einzige mit einer tieferen Lebenserwartung als der eigene Hund. Aber beim Mooshammer. Aber beim Mooshammer war es wenigstens ein irakischer Stricher mit Telefonkabel. Beim Stefan ist es einfach nur ein Virus. Darum ist der Stefan auch Single. Es macht Sinn. Eine Beziehung mit dem Stefan ist ein bisschen wie eine aktive Sterbebegleitung. Es liegt halt schon nicht jedem, gell? Now hat über den Stefan geschrieben, Lungenkrankheit könnte Karriere beenden. Das tönt ja fast so, als wäre es etwas Schlechtes. Der Stefan ist für Organspende, oder wie man im Dunstigsjahr sagt, ein Schieber. Ich weiss ja nicht, was ich schlimmer finde. Dunstigsjahr oder Corona? Dunstigsjahr. Patti, du bist heute als Corona-Verteidigerin da, weil du als Patti zwar sehr gerne austeilst, aber nicht so gerne einsteckst. Genau wie das Coronavirus. Corona ist nicht nur beschissen, sondern sieht eben auch so aus. Wie ein Raver aus den 90er Jahren. Horror, schau das mal an. An der Street Parade kommt Corona sicher einen eigenen Wagen über. Aber du siehst heute gut aus, Patti. Schwarz wie der Tod. Corona steht dir gut? Corona hat das Schlimmste aus unserer Gesellschaft in Massen verbreitet. Tod, Verschwörungstheorien, Impfgegner und Funktionstextilien. Ausgerüstet für die Apokalypse sind die Selbstoptimierer fast täglich die Schweizer Berge stürmen, weil sie das Gefühl hatten, dort oben findet es noch einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn Corona Stimme hat, dann die vom Deville. Der ist wie der Zechenschuh ein Verhütungsmittel. Ich könnte mitten im Ovulationsprozess sein, sobald der Deville auch nur einen Ton von sich gibt, setzt sofort meine Periode ein. Corona, du bist gekommen mit dem Ziel, die totale Macht auf dem Planeten zu ergreifen und die Kranken und Schwachen auszurotten. Du kommst sicher nicht aus China, sondern aus Österreich. Corona, du nervst wie so einen geschissenen Teenager mit ADHS. Halt so wie der Deville. Am Anfang hat man ihn nicht ernst genommen, später hat man gehofft, es geht vorbei. Und inzwischen muss man sich als Gesellschaft irgendwie damit abfinden und lernen, damit zu leben. Hauptsache, man weiss künftig, wie man sich richtig davor schützen kann. Hashtag No Bilag. Hashtag neue Kampfjets. Der Victor, der hat schon die spanische Grippe überlebt. Sein grösster Feind ist darum
Nicht Corona, sondern einfach nur Zeit. Ja, er ist ein bisschen wie ein Echo, lebt von seinem Ruf und bald schon von seinem Nachruf. Victor, macht es dich nicht ein bisschen traurig, dass alles, was du nach deinem Tod hinterlässt, das wunderbare Theater und die himmeltraurige Sendung von dem Kindergarten Campino aus der Innerschweiz ist? Gut, Victor hat sich schon immer für bedrohte Lebensarten eingesetzt, gell? Ob Orangutas von Sumatra oder der Mike Müller von Solothurn? Gell, Victor? Victor, hörst du mich überhaupt? Nein. Ja. Ja, zwischen seinen Ohren, die inzwischen der Maske hängen, hat man früher schon die Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Der Victor Giacobbo. Veni, vidi, Victor. Der Furby von der Schweizer Comedy-Szene. Ende 90er, ein absoluter Renner. Inzwischen sollte man die Batterie wieder mal wechseln. Aber er ist halt in einem Alter, wo man sich auch zu Recht muss fragen, lohnt sich das überhaupt noch? Ja, seine Ärzte nennen ihn liebevoll Victorinox. Erst wenn er zusammenklappt, wird er zu einem richtigen Schweizer Klassiker. Dass man bei dir auf Eigenverantwortung gesetzt ist, für so eine hinterfotzige Bazille wie dich, Corona, einfach eine Rampe gewesen für dein zweites Comeback. 8 Milliarden Menschen sollen wegen dir Eigenverantwortung übernehmen. Übernimm du Eigenverantwortung und stirb endlich. Fahr zurück in die Hölle und nimm den Devil und seine zwei fleischlosen Satansbraten gerade noch mit. Dankeschön. Rebecca Lindauer! So, Damen und Herren, wir kommen zum Grande Finale. Weil sich ja das Coronavirus jetzt doch mehrfach angegriffen wurde, heute Abend nicht selber kann verteidigen, hat es eine Pflichtverteidigerin bekommen, die undankbare Aufgabe übernimmt niemand geringer als Patti Basel. Ich finde, für das allein dürfen wir schon mal einen kleinen Applaus geben. Oder? Das ist die Frage ist ja mehr, oder warum machen wir so etwas? Ich kann es mir nur so erklären. Patti Basler liebt das Coronavirus, weil es das einzige Lebendige ist, das noch in sie eindringen will. Und so ganz ein bisschen hoffe ich ja, dass du Corona überkommst. Ich will endlich wissen, welches Wortspiel auf deinem Grabstein steht. Okay, Witz über meinen Tod, völlig okay. Ja. Yeah. Aber dort ziehen wir Grenzen. Ja, Patti schaut immer so böse, da machst du ja freiwillig Social Distancing. Und ich bin jetzt böse zu ihr, aber eigentlich haben wir ja auch Gemeinsamkeiten. Bei Anstrengung kommen wir beide sehr schnell außer Atem. Ich habe eine Diagnose dafür. Ja. Und sage dir nie Patti. Wirklich, Patti hasst sie. Das ist, wenn du ihr sagst, es gibt kein Dessert. Scherz beiseite, ich habe Patti Basler schon vor der Operation cool gefunden, wo sie noch als Peach Weber auftreten ist. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie die Verteidigerin vom Coronavirus und klatschen Sie, als würde sie bei der Pflege arbeiten. Da ist Patti Basler! Ja, ich habe die sehr, sehr undankbare Aufgabe hier als Sprachrohr vom Corona-SARS-CoV-2 zu figurieren, wenn man in meinem Fall überhaupt von einer Figur reden kann. Wobei bei uns sind, es wird niemand, dass etwas auf meinem Grabstein steht. Vor allem möchte niemand das Grab ausheben. Es ist klar... Irgendjemand muss es machen, ich tue mich opfern.
Ich will die Arschlochquote der Frauen einfach ein bisschen haben. Magdalena Martullo kann nicht alles allein machen. Und Rebecca hat einfach zu wenig Sprechzeit gehabt. Jedenfalls, dass man so schwache Gegner hergestellt hat, das ist natürlich klassisches Downgrading. Das ist wie wenn der FCZ oder GC gegen den FCB spielt. Und damit GC überhaupt kann mitspielen, schickt man vom FCB B-Mannschaft. Beziehungsweise jetzt heissen sie C-Mannschaft, weil sie Corona haben. Von den Junioren, von den Mädchen. Gut. Das ist natürlich Sexismus. Man weiss einfach nicht, ob gegen Männer oder gegen Frauen. Corona ist ja auch nichts anderes als eine Art Spermium. Eine nicht ganz fertige Zelle, die nicht richtige eigene DNA hat und darum eine Wirtszelle braucht, um darin eindringen und die genetischen Informationen können viral zu verteilen. Das ist ein bisschen wie bei der Eifise. Oder bei Attila Hildmann, die wichtigen Informationen hocken in den Zellen. Das Virus ist ja im Grunde genommen nur ein genetischer Code, eigentlich die Software, und eure Körper sind die Hardware, wobei ich jetzt beim Victor nicht so weiss, ob noch irgendetwas Hardware. Du hast ja auch gesagt, du kannst auch nicht ganz hart unterscheiden zwischen weiblich und männlich und Neutrum bei diesem Virus. Du hast es auch öfters den Virus genannt. Der Virus ist eher für Digital Natives, wo ich dich jetzt nicht dazu zähle. Das einzige Mal, was du wahrscheinlich so gemacht hast, ist, als der Muttermund ein bisschen eng war bei der Geburt und du mit den Ohren bist geblieben hängen, oder? Das macht dich aber noch nicht zum Digital Native. Nein, das Virus ist natürlich weder männlich noch weiblich, sondern neutrum. Das entspricht total dem ganzen LGBTIQ, also für dich, Victor, LGBTIQ, wobei IQ kann man bei dir ja weglassen. LGBT, das wäre L wie Lesbien, also wenn man auf die Lindauer steht, oder G, wie wenn man als Mann auf Deville scharf wäre, wobei ich weiss jetzt nicht, ob ich jetzt da allen Schwulen Unrecht tue. LGB, B wie Büsser, das ist eine eigene sexuelle Ausrichtung, wo nur dein Hund wirklich kennt. Und T, trans, oder? Alle, die im falschen Körper geboren sind, wie der Victor, der hat auch lieber den schönen, knackigen, sportlichen Körper von Beat Breu. Also das Virus ist genderfluid und non-binär. Das ist eigentlich gar kein Virus, sondern das ist ein Gender-Sternchen. Dominik, zu dir kann ich gar nicht viel sagen. Du bist ja mal in Luzern daheim gsi, dort musste man Katzen fressen. Das ist auch kein grosser Unterschied zu diesen Fledermäusen. Gut, wenn man Katzen frisst, kommt man nicht Corona über, sondern einfach Katzenbandwurm, Haarausfall und eine komische, krächzende, miauende Stimme. Sind wir ehrlich, Corona, Dominik, ist dein kleinste Problem. Jetzt kannst du bald deine Sendung beerdigen wie der Pingu. Zitter ist ja inzwischen mehr als in Victor seine arthritischen Hände, seit sich das SRF das Sparen auf die Wappler, aufs Wappen geschrieben hat. So, Rebecca. Du bist ja zumindest frisurtechnisch der personifizierte Lockdown. Das gefällt dem Virus natürlich. Ich meine, du bist eine Art Magdalena Martullo für Arme, und Tamara Funicello für politisch Minderbemittelte. Einfach mit so einem huren wüsten Zürcher Dialekt, oder? Wo es den durchschnittlichen Berner und Baslerinnen Zegalohren eben gerade wieder hindern lässt. Die tun sich eben Rebecca, oder? Und du sagst immer Rebecca ohne C, dann wollen wir dann noch schauen.
du nicht die Erste bist, die C-positiv wird. Dafür sagst du Rebecca mit 2K. Rebecca mit 2K, du bist ein wandelnder Superspreader-Event. Das Virus möchte nicht in mich, sondern in dich eindringen. Und schon gar nicht in deine drei Knochen, die sich ja heimlich wünschen, von dir persönlich infiziert zu werden. Scheißegal mit was. Nein, der Virus. Am besten mit gutem Wortspiel. Passenden Pointe. Nein, das Virus ist gar nicht interessiert an so grenzanorektischen, asthmatischen Hochrisikogruppis. Wie am Büssi und am Viktor. Wenn das Virus jemand möchte, dann Rebecca. Die ist robust. Da drin kann man sich vermehren, das macht Spass. Du musst nicht allbot neues Trägermaterial suchen, oder? Dort drinnen kannst du dich austoben als Virus, oder? Ohne dass es den Wirtskörper gerade putzt, oder? Im Gegensatz zum Büssi streckst du einem die Lungenflügel quasi entgegen. Du hast gesagt, beim Büssi macht man einen Schieber. Was natürlich nicht wahr ist, weil der Büssi, der hat kein Herz. Der hat kein Kreuz. Rückgrat hat er schon gar nicht. Und bei den Schellen und den Eicheln möchte ich gar nicht schauen. Büsser tönt ja sowieso hure katholisch, oder? Wie wenn deine Vorerkrankung eigentlich die Strafe wäre, oder? Für die Erbsünde von deiner Mutter, dass sie dich auf die Welt gestellt hat. Ja. Büsser, oder? Wie die CVP, die ihr ein C verloren hat. Gut, die braucht das C nicht mehr. Die muss nicht mehr christlich sein, weil der Zweck heiligt die Mitte. Ja, und jetzt ist ja die Schweizer Garden auch in der Quarantäne. Jetzt könntest du gerade übernehmen, zusammen mit den anderen zwei Hampelmannen. Im Vatikan steht man ja auf, was hast du gesagt, Rebecca? Auf Buben mit dem BMI von einem 8-Jährigen. Ja. Und du hast gesagt, wir können nur noch beten. Fahr doch gerade an mit dem Betten. Du betest ja jetzt schon jeden Tag unser tägliches Lob, gib uns heute. Vergib uns unseren Kult, wie auch wir uns hingeben, unseren Huldigern, dem SRF-Publikum. Und führe uns nicht in Verseuchung, sondern ernähre uns von den Erlösen. Dramen. Du kannst dich gerade mit dem Desinfektionsmittel bekreuzigen. Und ehrlich gesagt, Büssi, du musst sowieso keine Angst haben, dass du das Coronavirus bekommst. Es gibt niemanden, der besser und hermetischer geschützt ist als du. Du hast ja nicht einmal die spitzen Blattern bekommen. Das Einzige, was bei dir je spitz war, ist dein Hund. Mit anderen Worten, das Coronavirus hat mehr positive als negative Eigenschaften auf die Welt gebracht. Das Coronavirus ist für den Mensch das, was der Mensch für die Erde ist. Die Corona der Schöpfung. Zuerst macht es den Wirtskörper kaputt und dann geht es selber. Fertig. Patti Basler! Nochmal einen grossen Applaus für alle unsere Roaster heute Abend. Victor Jacobo, Dominik Döbel, Rebecca Lindau und Patti Basler. Und einen riesen Applaus für den Stefan Büsser. Danke vielmals. Ich würde sagen, wir lassen das Virus für heute mal hinter uns. Habe ich es zerstört? Habe ich es geschafft? Und hoffentlich
lässt es irgendeinen auf. Das war es. Merci vielmals. Gute Nacht miteinander und bleibe gesund.